Gegen zwei seiner Ex-Clubs geht es unter anderem Carlo Ancelotti kurz vor dem Abflug des FC Bayern in die USA. Ein bisschen Marketing in der Vorbereitung und nebenbei Testspiele gegen den AC Mailand, Real Madrid und Inter Mailand. Vorfreude auf Bayerisch. Das ist immer, glaube ich, für uns alle immer was Besonderes, in den Staaten zu reisen, weil das eine, glaube ich, sehr, sehr coole Reise für uns Spieler auch ist. Wir sehen immer wieder was Neues, haben jetzt auch sehr, sehr coole Spiele vor uns mit sehr, sehr guten Gegnern und ja, die Reise wird sicher lustig. Ja, wir waren ja schon das ein oder andere Mal dort. Es ist eine lange Reise, trotzdem ist es was Schönes. Also ich schaue immer es ist immer was Besonderes, wenn man so weit weg von zu Hause ist und dann auch da Fans vor Ort sind. Das ist schon was Besonderes, ganz klar. Von Chicago bis New York, die Bayern spielen unter anderem im MetLife Stadium, in dem sonst die NFL-Teams der Giants und Jets ihre Heimspiele austragen. Trotzdem warnt Franck Ribéry, auch die Tour in die USA ist Teil der Vorbereitung. Es gilt, die Basis für eine erfolgreiche Saison zu legen. Natürlich, wir gehen in Trainingslager und natürlich, wir gehen nicht in Urlaub. Wir müssen gut machen, Training auch. Wir haben ein paar Freundschaftsspiele, muss spielen. Und dann zurück ist wichtig, zurück nach München mit Gesundheit und fit.